Neben diesem politisch-patriotischen Bekenntnis kämpfte Menotti mit seiner Spielinterpretation für eine kulturpolitische Aufgabe des Fußballs, und das ist ein ganz wesentlicher Zug von Charakter Menottis in Bezug auf den Fußball schlechthin. Menotti erkor eine Spielphilosophie, welche er bis zum heutigen Tag in allen Tätigkeiten und in allen Aussagen vehement vertritt. Eine Vision des Fußballs, die das Fußvolk des Fußballs mit den Stars des Fußballs verschmelzen und sie einander näher bringen sollte. Schon in dieser Anfangszeit verfestigte sich der Begriff des linken und des rechten Fußballs, was nun wahrlich nichts zum taktischen System mit einem Linkfuß mehr oder einem Rechtsfuß weniger kompatibel ist. Menotti, der neben einigen Semestern Jurastudium die Ausbildung zum Diplomchemiker durchlief, bekannte sich mit dieser Didaktik frühzeitig zu einer Richtung, die dem Fußball eine integrierende Aufgabe für das gesamte Volk zuwies. Das Publikum will ehrlichen Fußball, hat er in einem Interview mit dem Kicker während der WM 2006 seine jahrzehntewährende Maxime erläutert. Es merkt, ob die Mannschaft das Spiel gestalten und gewinnen will, ob die Spieler Spaß haben oder ob ängstlicher, destruktiver Fußball gespielt wird. Und ein Kernsatz weiter: linker Fußball ist generös, nur dem Publikum verpflichtet. Er ist aufrichtig, stellt nicht das Resultat über alles. Die Mannschaft darf ihre Fans nicht betrügen, niemals. Beim Fußball der Rechten ist der Spieler ein Werkzeug für den Sieg, für den Tabellenplatz. Verdeutlicht wird diese Ansicht in weiteren Interviews. Ich will, dass Intelligenz und Kreativität siegen, nicht Destruktion und Stumpfsinn. Oder ein Satz, der ihm heutzutage von manchen seiner Nachfolger in dieser Fußballbranche gnadenlos um die Ohren gehauen würde, verpönt in der heutigen Zeit der Gewinnmaximierung tief in den Sport hinein. Er sagt, ich will gewinnen, weil meine Mannschaft besser gespielt hat und nicht, weil sie das Spiel des Gegners verhindert hat. Diesem Credo folgend kam Menotti als Vereinstrainer in der stählernen Ligaspielen Italiens und Spaniens nicht im erhofften Maße zur Geltung. Heute gar wäre er als abgestempelt und mit seinem Ausspruch, das Geld hat Picasso nicht verdorben. Aber sicherlich kann es talentierte Fußballer verderben und sie zu Söldnern des Punktgewinns reduzieren, die den Sieg um jeden Preis wollen. Die Schwalbenmentalität lässt grüßen. Es gibt eine Unmenge von Zitaten von ihm, die allein abendfühlend wären und doch dennoch jedes in sich den Fußball in seinen Grundfesten analysiert. Ich unterliege gerne der Versuchung, einige wenige Zitate Ihnen heute noch zu verlesen, weil sie alle dem Gedanken der Fußballakademie entsprechen. Zum Beispiel: Fußball ist ein fröhliches Fest, das die Gefühle der Menschen ausdrückt und Lebensfreude vermittelt. Das Spiel basiert auf Inspiration, auf Einsatz zu Diensten der Intelligenz. Nur dann ist Fußball ein kulturelles Phänomen. Sonst ist dieser Sport nicht mehr als ein zusätzlicher Konsum ohne jede Bedeutung, angeheizt von Geschäftemachern. Oder es gibt einen verlogenen, söldnerhaften und egoistischen Fußball. Und es gibt einen großzügigen, generösen Fußball. Fußballprofis sind Künstler. Sie haben die Pflicht, ihrem Publikum stets das Beste anzubieten. Das ist die Schönheit des Spiels, nicht ihre Zerstörung. Und immer wieder die Rechts-Links-Didaktik. Beim Fußball der Rechten ist der Spieler ein Werkzeug für den Sieg bzw. den Tabellenplatz. Beim Fußball der Linken ist der Spieler ein denkendes Wesen, das Schönheit schafft und sich mit dem Volk solidarisiert. Einen besonders plastischen Vergleich von ihm will ich Ihnen nicht vorenthalten. Nehmen wir das Stadion Nou Camp in Barcelona. Woche für Woche kommen 100.000 Leute. Was für eine merkwürdige Sache. Da muss man sich fragen, woran liegt das? Kein Künstler bekäme solchen Zulauf. Selbst wenn Claudia Schiffer und Naomi Campbell zusammen splitternackt im Nou Camp auf und ab gingen, wie lange würden Menschen hinschauen? Und wie oft? Kaum ein zweites Mal. Es muss beim Fußball mehr gehen als darum, dass kräftige Kerle eine Kugel in ein Häuschen buxieren, das sie Tor nennen. Wer mehr von diesen Zitaten kennen will, dem empfehle ich das Buch von Kicker-Korrespondent Harald Irrenbecker über Menotti. Ein sehr interessantes Buch. Sehr verehrter Herr Menotti,
Man mag jetzt nüchtern feststellen, ihre Thesen stammten aus einer anderen, fußballschöneren Zeit, in der die Beckenbauers, Netzers, Pelés oder Maradonas zaubern konnten und zaubern durften. Aber mich und mit mir sicherlich alle Zuhörer hier im Saal fasziniert ihr Credo zum Fußball, auch heute noch. Ich kann mich auch nach vielen, vielen Jahren Beobachtung des Profifußballs wie ein kleines Kind erfreuen an einer gelungenen Ballstaffette, an einem schnellen Doppelpass oder einem herrlichen Fallrückzieher. Und ich ärgere mich nach wie vor über stupides, rein taktisch orientiertes Ballgeschiebe, trotz aller anderslautenden Lehrungen in so manchen wortreichen Pressekonferenzen. Deshalb, lieber Herr Menotti, freue ich mich ganz besonders, dass ich Ihnen als dem größten und bedeutendsten Verfechter der Fußballkunst heute den Walter-Bensemann-Preis des Kicker überreichen darf. Herzlichen Dank. Herzlichen Glückwunsch.